Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai-Dokai und in diesem Video geht es um den Export-Bug von Bitwig. Es wäre klasse, wenn du mir einen Like und ein Abo dalassen würdest. Dafür darfst du auch die Glocke mitnehmen. Aber legen wir doch einfach mal los. Es gibt getestet leider bis mindestens zur Bitwig Version 5, Beta 5, einen nervigen Exportbug, dessen Fix auch noch nicht im Changelog zur Version Beta 6 zu finden ist. Aber erst mal zur Erklärung, was sich eigentlich handelt. So, ich arbeite viel mit Gruppen und mein Template ist mit Hilfe von Gruppen und einem Benennungssystem organisiert. Mein Workflow sieht vor, dass ich an einem bestimmten Punkt komplett von einer hybriden Arbeitsweise mit MIDI und Audio irgendwann exklusiv in Audio wechsle. Dazu exportiere ich alle Tracks und durch die Organisation und das System zur Benennung der Gruppen und der Tracks sollte es sehr einfach sein, alle Tracks mit einem Schwung in der richtigen Reihenfolge wieder in ein neues Projekt zu ziehen, wo ich dann weiterarbeiten kann. Das Template ist so organisiert, dass der gesamte Song in einer Gruppenspur zusammengefasst ist. Die Tracks darunter haben eine fortlaufende Nummer, beziehungsweise die Gruppen starten normalerweise mit einer zweistellig fortlaufenden Nummer. Ich habe jetzt eine dreistellige stehen, ansonsten sind das zweistellig, außer die hier nochmal, und heißen Group ohne Name. Die Namen der Tracks starten mit einer vierstelligen Nummer und schließlich dem Instrumentenname. Zum Schluss folgen dann die AUX-Kanäle bzw. die FX-Tracks, die alle die Nummer X90 plus eine laufende Nummer haben. So, das mag zuerst überorganisiert aussehen, aber dahinter steckt die Absicherung gegen Flüchtigkeitsfehler und gegen ein aufwendiges Suchen und Sortieren bei den einzelnen Abschnitten der Produktion, inklusive einem einfacheren Verständnis, wenn diese Projekte teils nach Jahren wieder geöffnet werden. So, sei es als Audio oder auch als MIDI, aber egal, das ist ein anderes Thema. So, leider sorgt der Bug beim Export dafür, dass diese Ordnung unnötig und komplett durcheinander gebracht wird. Ich führe jetzt einfach mal so einen Standard-Export aller Spuren ohne Gruppen durch und bekomme dann das Ergebnis in meinem Datei-Explorer Dolphin angezeigt. So. Dann habe ich hier alles ausgewählt an Spuren, die ich haben möchte, und das exportiere ich jetzt. So, und als allererstes fällt mir auf, und das ist leider auch nicht konsistent, das ist mal so, mal so. Ich habe hier einen Track Master, der mit exportiert wird, und ich habe einen Master, der mit exportiert ist, obwohl der gar nicht ausgewählt war. So, und dann habe ich die Gruppen mit exportiert, die auch nicht ausgewählt waren. Okay, sei es drum. So, jetzt habe ich aber bei den Tracks hier, zum Beispiel hier 01, 001, der hier, habe ich eine zusätzliche Sortierung vorne dran mit 01 und einem Leerzeichen. Das heißt, dass jetzt meine Tracks aus der Gruppe 01 nicht untereinander sortiert werden, was diese Nummerierung eigentlich bezwecken sollte, sondern ich habe jetzt plötzlich hier eine Vorsortierung 01. Und jetzt kommt hier der Track 0201, der eigentlich in der Gruppe 2 ist, in die Gruppe 1, in eine Bitwig-Gruppe Sortierung 01 rein. Das heißt, die Gruppen sind hier jetzt komplett durcheinander. Bei 02 geht es dann schon wieder weiter. Und ich habe jetzt die Gruppe 02 hier drin, die auch meine Gruppe 02 ist, die aber seltsamerweise nicht noch eine 02 vorne dran hat, wie das mit den Spuren gemacht worden ist. Und weiter geht es mit der Gruppe 03, die hier angelegt wird, die jetzt soweit weiter stimmt, 03. Bei der Gruppe 04, die hier angelegt wird, fehlt jetzt die Gruppe 04 drin, weil ich die dreistellig, deshalb habe ich die hier dreistellig auch benannt, drin ist. Und das Einzige, was nicht verändert wird, sind die AUX und FX-Tracks. Also hier ist alles komplett durcheinander gebracht, was man einfach nur durcheinander bringen kann. Und dazu auch noch Exporte, die ich so gar nicht ausgewählt habe. So, mache ich das jetzt einfach nochmal. So, jetzt kann ich hingehen und wähle die jetzt noch zusätzlich aus, ohne die da oben. Und exportiere das wieder. So, dann bekomme ich wieder einen Master-Track
Und diesmal kriege ich die Gruppenspur sogar zweimal exportiert. Das ist auch nicht immer der Fall. Manchmal kriege ich das dann nur einmal exportiert und manchmal zweimal. Und das ist jetzt nicht, dass ich vergessen habe, ihr habt das ja gesehen, könnt zurückspulen, ich habe das ja hier alles gelöscht gehabt. Das passiert mal so, also es ist ein komplettes Chaos. Das lösche ich das Ganze jetzt wieder und exportiere das jetzt ein drittes Mal. Klicke jetzt hier irgendwo drauf, drücke STRG A und exportiere jetzt einfach alles, was da drin ist. So, und jetzt kriege ich auch das, was ich ausgewählt habe. Also ich habe den Trackmaster, den hier. Ich habe den Mastermaster, das ist da unten hier. Ich habe meine Gruppen, die so heißen, wie sie heißen. Und bei den zweistelligen Gruppen habe ich jetzt plötzlich wieder hier so eine Sortierung vorne dran, die ich nicht haben wollte. Ist also alles auch wieder durcheinander. Das heißt, ich kriege meine Gruppen und meine Tracks nicht so exportiert, wie ich sie in meinem Erasure drin habe. So, und das ist halt einfach ein bisschen, nicht nur ein bisschen, dass ich habe jetzt hier nicht besonders viele Spuren und Gruppen. Wenn jetzt hier jemand 40, 50 Spuren hat, ist das einfach ein massives Chaos, das hier entsteht. Deshalb einfach nur die Informationen. Für die Leute, die sich Gedanken machen, wie sie jetzt ihr Template oder ihre Gruppen organisieren und das eventuell auch eben mit einem Nummerierungssystem für Archiv und bla 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 machen wollen, probiert es aus unbedingt, wenn ihr so eine Organisation macht. Nehmt keine zweistelligen Gruppennummern, sondern dreistelligen, also mindestens dreistelligen. Und selbst dann habt ihr unter Umständen hier nochmal das Problem, dass Bitwig nochmal eine eigene Sortierung mit hinzufügt, die man leider auch nicht abstellen kann. Das Problem ist an Bitwig als Bug geschickt worden, zurückkam. Sie nehmen den Feature-Wunsch gerne auf. Kann man so ausdrücken, ist aber leider kein Feature-Wunsch, sondern ist halt einfach ein wirklich übler Bug, der einem einfach unnötigerweise Arbeit aufzwängt. Ich habe für mich ein kleines Linux-Skript geschrieben, was leider durch diese sich wechselnde Sortierung, je nachdem wie man das benennt, mir die ersten drei Zeichen entfernt, was dann aber auch wieder kontraproduktiv ist, wenn das Ding Gruppe heißt. Also es ist halt einfach, im Endeffekt muss man da händisch durch und alles einzeln umbenennen oder man sortiert halt, lässt das Ganze einfach weg und sortiert halt einfach so, wie man denkt, dass es so richtig war im Vergleich. Ist auf jeden Fall keine Arbeitserleichterung. So, ich hoffe, das hat euch was geholfen und bei eurer Entscheidung, wie ihr eure Tracks und euer Arrangement organisiert und die Exports und die Archivierung und so weiter, hilft es hoffentlich weiter. Und ich hoffe auch, dass Bitwig diesen Bug so schnell wie möglich rausnimmt, hoffentlich noch in der 5er-Version, denn das ist wirklich sehr, sehr nervig. So. Wenn ihr weiterhin solche Videos sehen möchtet, dann gebt mir doch ein Like und abonniert den Kanal. Mein Name ist immer noch Udo Sendai-Dukai. Danke fürs Zuschauen und eure Aufmerksamkeit. Und falls ihr noch weitere Fragen oder Feedback habt, dann lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ich sehe euch in den nächsten Videos wieder. Bleibt gesund, rettet die Zukunft, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.